Hallo YouTuber, Freunde des Handwerks und des Selbermachens. Neues Video zum Thema Sanierung einer Wohneinheit bestehend aus Küche, Wohnzimmer, Diele zum Schlafzimmer, Gäste-WC etc. Wenn euch das Video gefällt, wie immer Daumen hoch, Kanal abonnieren und empfehlt mich und ihr erfahrt immer wieder Neues von uns, von mir. Von Projekten in der Altbausanierung, die vielleicht mal lohnenswert sind, sich anzuschauen. Hier haben wir einen sehr speziellen Fall. Alter Fliesenbelag hat der Bauherr selber runtergenommen. Es ist nicht der Estrich rausgekommen, sondern man hat im sogenannten Fräsverfahren in der alten Estrichfläche, wie ihr sie hier sehen könnt, nachträglich eine wassergeführte Fußbodenheizung eingefräst. Das geht. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, was jetzt günstiger ist, ob man nicht lieber den Estrich rausmacht und einen neuen reinmacht oder eben im Nachgang fräst. Technisch machbar. Wir haben das voriges Jahr, der Marius schwenkt mal hier in die Küche, haben wir das im Küchenbereich schon gemacht. Ihr seht auch hier das Fliesenformat 45x90, was es dann gilt, sauber zu verlegen. Probleme gibt es nicht, gibt nur Lösungen, aber Problem ist einfach, wir haben hier einen Boden vorgefunden, wo vorher eine, ich weiß nicht, 30-30 oder kleinere Fliese lag. Der Bauer hat zwar selber den Kleber runtergeholt und runtergefräst, nichtsdestotrotz haben wir wirklich ganz viele Wellen und Puckel drin und wir müssten jetzt eigentlich nachträglich nochmal an der Oberfläche was wegfräsen. Wir haben teilweise 1,5–2 cm Wellungen drin. Eine riesen Herausforderung auch für uns. Nichtsdestotrotz sind wir ja Handwerker und müssen es lösen, kriegen wir auch hin, aber es ist schon ein erhöhter Aufwand. Wir machen euch zwischendurch Bilder, auch vom Fräsen. Wir müssen teilweise jetzt die Schlange nochmal rausnehmen, zumindest im hinteren Dielenbereich, weil wir da wirklich viel zu hoch sind. Dann angrenzende Bereiche, die schon seit ein paar Jahren gefliest sind, wo natürlich eine andere Fliese in einer kleineren Höhe. Da muss man dann tatsächlich mit einer Übergangsschiene arbeiten, weil wir es einfach nicht so weit runterfräsen können, dass es funktional ist. Dann wird das Ganze hier, bevor wir ans Nivellieren gehen, und da müssen wir auch wirklich von 0 bis versuchen, eine Flächigkeit hinzukriegen, weil bei diesen großen Formaten braucht man eigentlich eine wasserruhige Oberfläche, wo wirklich nichts ist. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen dann mit Nivelliersystem und Mittelbettmörteln und so weiter arbeiten. Wird eine aufwendige Geschichte. Wir werden heute hier die Vorarbeit machen, insofern, dass wir versuchen wegzufräsen, was noch wegzufräsen ist, an den Rändern mit Hammer und Meißel. Da kommen wir mit der Fräse nicht dran, vielleicht eine Multimaster rausschneiden. Dann wird das Ganze grundiert, also abgesaugt, grundiert, Randstreifen gesetzt und dann wird das Ganze morgen in die Grundierung durchgetrocknet. Das ist eine Spezialgrundierung, weil hier auch einige Risse drin sind, komplett mit Gewebe eingespachtelt, überlappend. Und dann im nächsten Step werden wir es ausnivellieren und dann nach Durchtrocknung und nochmal Zwischengrundierung werden wir versuchen, es wird uns gelingen, da ist wieder mein blödes Handy, ich gehe heute Morgen nicht dran, werden wir versuchen, den Boden zu verlegen. Ja, schaut euch das Video in Gänze an, zwischendurch kommen immer wieder wichtige Tipps und Tricks, wenn ihr mal sowas machen wollt und nicht alles rausreißen wollt, geht auch das Verfahren. Man muss natürlich immer abwägen, liegt das noch im Kosten-Nutzen-Bereich. Hier hat der Bauherr entschieden, weil wir hier auch im oberen Stockwerk sind, aufgrund des Aufwandes rauszustemmen, runterzutragen und hochzustemmen, hochzutragen, entschieden es drin zu lassen, nachträglich zu fräsen. Nur als euch, für euch mal als Tipp, sowas gibt es auch, sowas kann man auch nachträglich machen, wenn der Estrich und die Gegebenheiten es zulassen. Wir legen los, bis gleich.
den Rest beigefräst. Wir mussten teilweise wirklich hier diese Profile rausnehmen, die Wasser, die Warmwasserheizung als Fußbodenheizung. Hätte man vielleicht, haben wir nicht gemacht, in der Vorarbeit anders machen sollen, zuerst fräsen und dann die Rohre rein, weil wir teilweise so viel wegfräsen mussten, dass wir die Schläuche rausnehmen und auch die Nut tiefer machen müssen, damit es überhaupt passt. Wir setzen jetzt einen Randstreifen, dann geht es ans Absaugen und Grundieren, dann kommt Silikon nochmal am Randstreifen rundherum und dann Gewebeeinspachtelung und dann wird erst ausgegossen. Also viel Vorarbeit, aber das muss sein, damit es ein halbwegs gescheites Ergebnis gibt. Bis dann! Wir haben den Boden jetzt mit Gittergewebe eingespachtelt. Das ist leider in der Praxis nicht drauf, weil die Batterie der Kamera leer war. Sorry dafür, beim nächsten Mal wird es nachgeliefert. Wir gehen jetzt hin und werden den Boden nivellieren, ausspachteln, ausgleichen. Das ist hier echt schwierig, weil wir jetzt im angrenzenden Küchenbereich auf Höhe kommen müssen. Der ganze Belag fällt hier über 4,5 cm ab. Das werden wir auch nicht in Gänze rausholen. Ist mit dem Bauherrn besprochen, weil sonst muss ich die Nivelliermasse mit Sand strecken. Kann man alles machen, aber kostet dann auch ein Vermögen an Material. Zum Gewebeeinspachten benutzen wir hier dieses Gittex-Gewebe. Wichtig ist, dass ihr, die Bahnen sind immer 1 Meter breit und dann auf der Rolle 50, 20, 100 Meter, also immer ablängen. Vorher den Kleber einspachten mit einer dünnen Zahnung, Gewebe einlegen und oben glatt spachteln oder eine kleine Rillung stehen. Wichtig ist, dass ihr immer 10 cm überlappt. Man kann das immer sehr schön sehen. Hier sind so etwas dunklere Markierungen drin, wenn ihr euch daran haltet, plus minus einen Zentimeter überlappend, damit das auch einen schlüssigen Verbund hat. Zum Nivellieren gibt es von mir ein extra Video mit Dirk Hobey zusammen. Da haben wir alles wirklich von A bis Z erklärt, wie man eine Nivelliermasse einbringt, worauf zu achten ist. Hier nochmal wichtig der Hinweis, der Randstreifen ist dran. Ich gehe jetzt nochmal rundherum vor den Randstreifen mit einer Silikonnaht, damit uns die Nivelliermasse auch nicht irgendwo durch eine kleine Lücke durchlaufen kann. Gerade im Bereich von Dehnungsfugen ganz wichtig, denn das Zeug wird ja mit sehr viel Wasser angerührt. Und da reicht ein kleiner Ritz, dass es durchläuft, eventuell unter die Dämmung oder sogar ins nächste Bauwerk, eine Etage tiefer und dann habt ihr Stress. Deswegen müsst ihr ganz sorgfältig und pingelig arbeiten. Wir bereiten das jetzt vor, dann gibt es ein paar Fotos noch für die Nivellierung. Wie gesagt, mein Video dazu, bitte gucken, Ausgleichen einer Bodenfläche mit Spachtel oder Nivelliermasse. Da ist alles erklärt, das würde sonst jetzt hier in dem Video den Rahmen sprengen, dann fangen wir an und wenn das bis morgen durchgetrocknet ist, geht es mit dem Verlegen los. Wir haben ja den hinteren Teil nivelliert, wie ihr seht. Das ist immer echt schwierig, wenn man so viele Türen und Ecken und Kanten hat und schon Räume, die halt fertig gefliest sind, vor Jahrzehnten teilweise mit einer anderen Aufbauhöhe. Wir haben gut weggefräst, mehr geht nicht, der Rest muss dann organisiert werden. Kriegen wir hin. Ich lasse mal ein bisschen mitlaufen, dann könnt ihr das nochmal sehen. Ansonsten bitte das komplette Video anschauen, Fließestrich. Gehen jetzt hier rüber, versuchen uns dann in Rückwärtsbewegen von links nach rechts dem Ganzen anzugleichen. Hier nochmal der wichtige Hinweis, so einen Korbrührer zu nehmen, verlinke ich unter dem Video, ist auch bei meinem Video Nivelliermasse verlinkt. Der lohnt sich, damit könnt ihr sehr schnell, sehr klumpenfrei rühren. So, jetzt gehen wir wieder zurück, stellen die Kamera mal kurz hier hin und dann gießen wir aus. Der Marius hat das schon gut angerührt. Anderen Seite. Wenn man dann so einen Treppenvorsprung hat, dann müsst ihr echt schauen, dass ihr da hinkommt. Ich nehme jetzt vorab einen Zahnspachtel
Und deue die Nivelliermasse da so ein bisschen hin. Unter der Treppe wird es dann ein bisschen haarig. Also immer schön auf die Figur achten. Und wenn der Bauch im Weg ist, wird es auch schwierig. Dann nehme ich den guten alten Rechen vom Opa, kämme das Ganze erstmal so durch, damit es auch mit dem Untergrund gut verbunden und verkratzt ist und damit ich es noch ein bisschen in Richtung deuten kann. Auch natürlich unterhalb der Treppe, wo man so nicht mehr hinkommt. Und am Schluss nimmt man die Entlüftungsnagelwalze nochmal hier in der Ansicht. Na, die dreht sich schön mit Spritzschutz, ganz wichtig. Und dann geht ihr damit nochmal ordentlich durch, entlüftet quasi das Ganze, damit die kleinsten Luftbläschen raus sind und sich das Ganze noch besser verbindet. Schönen langen Stab dran, damit ihr eben auch in diese nicht mehr zugänglichen Ecken auch unterhalb der Treppe kommt. Vorsichtig, weil das Ganze auch ein bisschen nachspritzt. Hier haben wir Glück, da kommen wir drunter her. Schon den nächsten Sack anrühren. Das solltet ihr auch immer zu zweit machen. Da habt ihr keine Zeit zu, während ihr dran seid. Ungefähr ausrechnen, was ihr an Masse braucht. Die Mengenangaben sind auf den Säcken drauf. Alles vorbereiten. Ich mache mir echt wirklich, wenn ihr so, keine Ahnung, 15 bis 20 Säcke bearbeiten, ruhig Reserve nehmen, könnt ihr beim Baustoffhändler zurückgeben. Besser 5 Sack zurückgeben als einen halben Sack zu wenig. Alles vorbereiten. Wir haben alle einmal genau auf die Literangabe abgewogen. Auch da nochmal der Hinweis: Das, was da drauf steht, ist genau so zu machen. Ein Viertel Liter Wasser mehr oder weniger ist Kacke. Das müsst ihr echt wissen und dann sollte das funktionieren. Wie gesagt, mein Video. Ausgleichen vom Boden ist auch auf diesem Kanal. Schaut das euch an. Da habe ich mit Dirk Hobein wirklich alles erklärt. Wir machen weiter, Fotos folgen. Wie ihr sehen könnt, sind wir Richtung Ausgang unterwegs. Jetzt wird es richtig knifflig und problematisch. Diesen Küchenboden, den haben wir voriges Jahr gemacht, weil die Küche vorgezogen wurde. Ich komme mal so rum, hallo. Und jetzt, wenn ihr sowas habt, da vorne geht es hoch, da hinten ging es runter. Hier hinten ist noch ein Buckel, trotz Schleifen. Da müssen wir also ganz dünn. Das Problem der Nivelliermasse ist einfach, die läuft dann schon irgendwo so ein bisschen selbst nivelliert hin, was sie auch soll. Und so müssen wir dann ziehen, das heißt, wenn ihr sowas habt und angrenzen müsst, Wasserwaage drauf. Schaut, was ihr für eine Fliese habt. Die kann man messen, ne? Zentimeter plus Kleber, gut runtergedrückt zwischen, also wir können teilweise auch 11, 12 mm runter. Dann nimmt man sich dann mal einen Zollstock,
hält den an die Unterkante der Wasserwaage und ich habe jetzt hier 14,5 mm, 13, 14, das kriege ich also gerade so mit Nivellieren hin. Also nicht einfach blind schütten, weil dann habt ihr ein Problem, dann habt ihr eine Kante. Also das ist dann schon sehr knifflig, wo man echt aufpassen muss. Und ich habe das jetzt gerade mit dem Zahnspachtel ein bisschen was weggezogen, gehe jetzt in die Ecke und nivelliere dann hier unten bei, den Rest ist Handarbeit. Immer wieder ein bisschen wegdäumen, dann nochmal mit der Nagelwalze durch und dann passt das schon. Wie ihr sehen könnt, haben wir das dann auch geschafft. Entscheidend nochmal hier vorne, dass ich bin jetzt 3-4 mm tiefer als der Boden. Da vorne, wo die Tür ist, die hängt auch so ein bisschen Schepp drin. Da müssen wir wahrscheinlich dann morgen, wenn wir die ersten beiden Reihen liegen haben, mit der Kreissäge abschneiden. Ansonsten ist das für die Bedingungen ein gutes Ergebnis. Wir werden es natürlich morgen genau sehen, wenn wir die Wasserwaage mal drauflegen, wenn es trocken ist. Nehmen wir euch noch mal ein bisschen mit rum. So, hier kann man es noch sehen bis da hinten rüber. Also immer eine Herausforderung im Altbau, wenn man tatsächlich schlechte Bedingungen hat. Und Nivelliermasse soll ja selbst nivellierend sein, das ist sie natürlich nicht. Selbst die beste nicht und wir verarbeiten hier wirklich gutes Material. Das ist aber auch schön, dann kann man sie hier und da noch hinziehen. Allerdings, wenn man jetzt hier mal schaut, bei so einer 45x90er Fliese großformatig, wird es dann auch beim Verlegen schon problematisch. Aber dazu später in diesem Video mehr. Wir machen jetzt sauber, der Marius ist schon dran. Hallo Marius. Hallo. Und ja, dann geht's morgen weiter. Das Ergebnis des Nivellierens seht ihr hier, das wir gestern gemacht haben, das ist wirklich, wirklich gut geworden. Nichtsdestotrotz mussten wir hier vorne am Eingangsbereich die Höhe der Küchenfliesen berücksichtigen, dass wir da plus minus einen Viertelmillimeter hinkommen. Gleichzeitig war aber auch der Boden hier vorne so schief, dass ich da wirklich mit der Spachtelmasse gestern drüber gekratzt bin, etwas höher aufgefüllt habe. Das ist wie beim Spachteln von Gipskarton. Man kann nur dann etwas wegnehmen, wenn man erstmal großflächig gespachtelt hat. Wenn keine Spachtelmasse da ist, kann er nicht schleifen. So bin ich jetzt hier vorne, dass ich mit Kleber auf genau die Höhe komme. Hier ist drüber gespachtelt. Ihr seht jetzt hier schon, hier gehe ich jetzt nach nochmalig mit der Fräse drüber und hole den letzten Millimeter raus, sodass ich plus minus ungefähr hinkomme, dass die Haustür, die wir jetzt ausgebaut haben, eben nachher auch passt. Kann sein, dass wir sie ein Stück ablängen müssen, damit es nachher unten mit der Dichtlippe wieder zusammenläuft. Ja, das sind halt die Probleme im Altbau. Nichtsdestotrotz bin ich mit dem Ergebnis hier, was das Nivellieren angeht, wo wir wirklich von 0 bis 4 cm Probleme hatten, dass wir flächig mit dieser großformatigen Fliese hinkommen. Ich fräse jetzt hier noch ein bisschen, dann werden wir mit dem Laser uns die Flucht der ersten beiden Fliesen holen, um nach der Roller zu arbeiten, werden hier trocken vorschneiden und dann geht's los mit Nivelliersystem, sprich mit Zughauben, mit Vibrationsrüttler, das was ihr aus meinen anderen Videos auch schon kennt, werden wir aber auch hier in diesem Video immer wieder kleine Zwischenschritte zeigen vom Fortschritt und wie man sowas angeht. Ich fräse noch ein bisschen, kann der Marius kurz mal mit filmen, da geht man dann ganz vorsichtig drüber und holt den letzten Teil weg. Staubsauger dran, dass es zu 80% abgesaugt wird. Ohne jetzt hier Werbung zu machen, kriege ich auch nichts dafür, so eine Fest-Tool.
mit einem Aquasiedenblatt ist eine hervorragende Geschichte. Da kommt so gut wie nichts raus durch den geschlossenen Rand. Bis ganz an den Rand kommt man nicht, könnte man, indem man dann hier vorne quasi diese geschlossene Manschette, die kann man hier öffnen und umdrehen, dann kommt man auch bis an den Rand, dann staubt es natürlich ein bisschen, brauche ich hier nicht, weil ich dafür gesorgt habe beim Nivellieren, dass es am Rand, das habe ich immer wieder weggezogen, gar nicht so hoch ist. Hier war der Bereich, der sehr, sehr kritisch ist und den wir top hinkriegen müssen. Auf der anderen Fläche holen wir den Rest mit Nivellierhauben raus. Was noch wichtig ist, immer mal wieder die Wasserwaage drauf, dass ihr seht, wo noch kleine Puckel sind. Ich bin jetzt hier komplett flächig, bin auch im Wasser, in der Libelle, auch in der Richtung mal kontrollieren, weil genau so geht die Tür auf. Ganz raus kriegen wir es nicht. Dafür wären wir hier schon wieder auf Null. Darunter liegt die eingefräste, nachträglich eingebaute Fußbodenheizung. Das ist mir dann auch zu heiß, die kaputt zu fräsen. Immer mal wieder draufhalten, schauen, vielleicht mit Bleistift anzeichnen, wo noch eine Stelle ist und dann wieder drüber fahren. Das mal als Tipp zwischendurch, wie ihr sowas bewerkstelligen könnt. Zum Einteilen und Einwinkeln eines solchen Bodes, schaut ihr mal in meinem Video Einteilen und Verlegen von großformatigen Fliesen und Platten. Hier, andere Situation, wir haben ja hier diesen Küchenboden vor ungefähr einem Jahr gemacht. Das war der erste Step der Renovierung hier und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir haben ja hier den Fugenschnitt von der Küche, den wir natürlich übernehmen müssen, auch im Halbverband übernehmen müssen. Hab den Laser dort aufgestellt, einen Kreuzlinienlaser, genau in die Fugen gestellt und der Laser ist natürlich eingewinkelt zur Querfuge. Dann kann man sich hier einfach ein paar Striche machen und mit der Wasserwaage verlängern. Wenn man den Laser auf die Länge nicht sieht, hält man sich einfach so ein Stück Zollstock hin und dann sieht man genau, wo die Laserlinie ist. Und dann einfach die Punkte mit einer langen Wasserwaage verbinden, so dass ihr quasi eine Markierung habt. Der Maris kann man mit der Kamera schwenken. Am Ende der Wand ist jetzt von den Lichtverhältnissen schwierig. Sieht man da hinten natürlich das Gegenstück des Lasers, wo wir hinkommen müssen. Und dort auch eine Markierung machen. Alternativ kann man sich einfach zwei stärkere Nägel auf Anfang und Endpunkt hauen oder zwei Schnurstifte. Auch das in meinem Video erklärt, Einteilung verlegen von großformatigen Fliesen, Schnur gespannt und dann schön an der Schnur arbeiten, dann habt ihr eine Flucht und die Winkligkeit. Ansonsten im Satz des Detailbaus im Verhältnis 3:4:5, einteilen, markieren, auch das in dem anderen Video erklärt, das würde jetzt hier zu weit führen. Wir bereiten jetzt vor und dann gibt es Fotos vom Verlegen. Wie ihr seht, haben wir jetzt angefangen. Wir hatten das mal trocken vorgeschnitten hier vorne an der Haustür, weil das doch sehr, sehr viel Schneiderei ist. Großformatige Platten. Wie in meinen anderen Videos erzählt, immer im Buttering-Floating-Verfahren. Das heißt, den Untergrund mit dem Zahnspachtel und die Plattenrückseite zumindest mal glatt abspachteln oder eben auch mit einer kleinen Zahnung, sodass ihr eine zweiseitige Verklebung habt. Hier sind wir mit einer 45x90er Fliese im Halbverband. Das ist eigentlich tödlich, weil eine Fliese auf die Länge, oder je länger sie ist, immer leicht krumm wird. Ja, das heißt, wenn die abkühlen, haben die wie so einen Bauch nach oben raus. Und wenn man dann im Halbverband legt, kriegt man auf der anderen Seite die beiden Spitzen und dann hat man schon eine Toleranz drin, selbst auf einer spiegelglatten Oberfläche. Dazu die Nivellierhauben. Auch die sind ja im Video erklärt. Na, da gibt es verschiedene Systeme als Hauben, als Dreh, als Klammern mit Keilen. Wir nehmen immer hier die 1 mm Hauben, dann kann ich zwischen 1 und 2, 2,5 mm auch ein bisschen die Maßtoleranz, die in der Fliese drin ist, rausholen. Das ist eine rektifizierte Fliese und die ist auch echt für die Länge super, super gerade. Also wir reden hier wirklich von einem Viertel, maximal einem halben Millimeter. Das kriegt man ganz gut verdrückt. Wasserwaagen drauf, nach links und rechts gucken. Hier vorne fehlen die Nivellierhauben, weil wir später die Türen noch ablängen und öffnen müssen. Deswegen habe ich es hier vorne ohne gelegt. Ist auch ein Schnellkleber, sollte in 2 Stunden begehbar sein. Wir können jetzt hier vorne rüber raus, müssen ja erstmal in die Richtung arbeiten. Ganz wichtig noch, mein Lieblingsgerät, mein Platten-Vibrationsrüttler bei so großformatigen Platten. Habe ich aber auch in meinem anderen Video schon erklärt, kriegt es teilweise nicht runter, dann wirklich ansetzen, über die Platte fahren oder ansetzen, dann saugt die an und könnt ihr punktuell arbeiten oder saugend,
drüber fahren und dann sitzt die Platte voll satt im Kleberbett. Ganz wichtig, erste Platte legen, wenn sie liegt, nochmal hochnehmen, gucken, wie auf der Rückseite die Benetzung ist mit Kleber. Die muss schon so zu 70-75% im Kleberbett liegen und ihr müsst gucken, dass ihr, wenn ihr Mattering-Floating-Arbeit habt, zwischen Untergrund und Plattenrückseite auch die Zahnung dann verlaufend seht. Mit so einem Teil hier super, super gut. Die kriegt keiner mehr ab. Also wer die rausstellen muss, nach meiner Zeit, mir wurscht, der braucht einen Kompressor. Wir machen weiter, Fotos folgen zwischendurch. Wieder ein wichtiger Tipp zwischendurch, wie wir hier mit Schnellkleber arbeiten oder wenn ihr jetzt hier aufhören würdet und am nächsten Tag weitermachen würdet, dann setzt euch schon die angrenzenden für die nächste Reihe, wenn ihr mit dem System arbeitet, Laschen dahin oder schaut zumindest da, wo sie hin muss, dass es wirklich mit der Oberfläche bündig an den Platten ransetzt am nächsten Tag oder wenn Schnellkleber ist, nach 2 Stunden. Ungefähr kriegt ihr die nicht mehr rein und dann müsst ihr ohne arbeiten. Also immer einen Schritt weiter denken und an die Arbeit in 2 Stunden oder am nächsten Tag denken. Das ist auch ein kleiner Tipp zwischendurch. Zwischenstand für heute, wir hören jetzt auf. Rüber bis zur Tür, die haben wir jetzt abgeschnitten und wieder eingebaut. Und morgen geht's weiter, dann wird's nochmal lustig hier ums Treppenhaus rum. Zeigen wir euch dann aber auch. Wir machen jetzt Feierabend. Bis morgen.